Wenn in der Bibel, in der Offenbarung zum Beispiel steht, dass in den letzten Tagen sich die Sonne verfinstern wird und der Mond seinen Schein nicht geben wird, weil sie um einen Drittel ihre Lichtkraft verlieren, dann haben wir schon immer automatisch daraus abgeleitet, dass die Sonne und der Mond irgendwie auseinanderbrechen müssen, um einen Drittel ihrer Strahlkraft zu verlieren. Aber wisst ihr was? Um die Sonne und Mond zu verdunkeln, genügen doch längst all diese Aerosole, die Geoengineering, sprich die Chemtrails, Giftcocktails, die unsere wahnsinnigen Welten lenken, zusammen mit Hunderten von Millionen Tonnen Nanofeinstaub über unseren Köpfen aussprühen. Das genügt doch, um unser Tages- und Nachtlicht um ein Drittel zu vermindern. Genügen selbst schon die Additive in den Tanks unserer zivilen Flugzeuge, ja, die sie ständig über die NATO beziehen. Diese NATO-Treibstoffe verdunkeln täglich in nahezu allen Ländern den sonnigen blauen Himmel, wisst ihr. Wir müssen also nicht ohnmächtig und resigniert auf eine zerstörte Sonne oder einen zersplitterten Mond schauen oder warten, sondern lediglich tatkräftig jene Sorte Menschen am Kragen packen, die es wagen, hinter unserem Rücken alles mit ihren Giftcocktails zu vernebeln. Versteht ihr? Wir leben ja bereits in den Tagen apokalyptischer Szenarien und deren Überwindung. Und ich sage durch uns, durch dich und mich, durch uns gemeinsam. Erlebe die 20. AZK auf klar.tv.